Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal und in meiner Küche. In diesem Video zeige ich Ihnen das Beste und das Schönste und das Leckerste, das einfachste Zitronenkuchen, den ich je gemacht habe. Schaut mal, sieht das nicht wunderschön aus? Wir fangen sofort an. Und zwar, wir brauchen 2 Gläser Zucker, 2 Becher, 5 Eier, 알레스 투자맨 믹슨 Schneiden eine Zitrone und brauchen Saft von der ganzen Zitrone. Das gleiche Becher Mehl, gesiebte Mehl und ein Backpulver. Maisstärke oder Maizena, ein Löffel, Esslöffel. Vanillezucker, ich habe meine selbstgemachte. Und für das Zitronenkuchen brauchen wir natürlich Zitrone. Ich habe Zitronenzucker auch selbstgemachte. Ihr könnt natürlich geriebene Zitronenschale nehmen. Backform einfetten . Wir brauchen noch ein Glas Mineralwasser und ein Glas Öl.
Wir geben das Öl. Und Mineralwasser. Und natürlich langsam Mehl, Löffel Weiß. Saft vom ganzen Zitrone. Schaut mal, der Teig, der ist jetzt schon so luftig oder fluffig, wie man das so sagt. So, und fertig ist unser Teig. In das geölte Form gießen. Ab in das Backofen. Auf 180 bis 200 Grad backen, je nachdem etwa 45 Minuten. Wir bereiten in dieser Zeit das Zitronenglasur. Und zwar Pulverzucker mit Zitronensaft. Ihr wisst das schon wahrscheinlich. Glasur macht ihr nach Belieben.
Es muss die richtige Konsistenz haben, einfach das ist die richtige Konsistenz. Also falls zu flüssig ist, nochmal ein Löffel oder zwei Puderzucker dazu geben oder auch umgekehrt. So, meine Zitronenglasur ist genau das Richtige. Mit dem Zitronenschale und das übrige Zitronen, was ich gebraucht habe, machen wir Tee. Also Zitronentee. Es wird alles gebraucht. Nach Belieben das Tee mit dem Honig. Ja, wir schmeißen einfach nicht alles weg. Zuerst verbrauchen und dann wegschmeißen. Das Zitronentee am besten 10, 15 Minuten quellen lassen. Ob das Kuchen gebacken ist, ihr wisst das wahrscheinlich schon mit einem Holzstäbchen. Und wenn das Kuchen nicht klebt, dann ist es gebacken. Wir drehen das Kuchen. Und fertig ist es. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und das Rezept. Ihr müsst das unbedingt probieren. Es ist wirklich ganz feine Kuchen, ganz fluffig und Sie haben gesehen, es ist so leicht zu machen. Ich danke Ihnen für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.